Johannes Sauer ist in Kiel geboren. Ihr Diplom als Deutsch- und Russischlehrerin erwarb sie in Fünfkirchen. Sie unterrichtete an der Hochschule von Ödenburg. Anschließend arbeitete im Amt für nationale und ethnische Minderheiten in Budapest. Obwohl sie ihr Heimatdorf schon längst verließ, konnte sich davon nie trennen. Jetzt im Haus, wo wir sind, das ist ein altes, typisch Nemetgerer Haus, was ich so vor gut 10 Jahren gekauft habe, weil ich auf jeden Fall etwas behalten wollte für die Zukunft. Dieses Haus gehörte mal der Familie Sommer. Die sind am 5. Juni 1946 mit mehr als 1000 Leuten auf einmal vertrieben worden. Und der alte Sommer, so müssen wir das sagen, der Mischka Vaci, hat sich sehr für Geschichte von Nemetger erinnert. Er hat sich sehr danach gesehnt, dass er mal sein Haus zurückkaufen kann. Ist sehr oft zurückgekommen, nach Nemetger zu Verwandten. Ist immer vorbeigelaufen an dem Haus und hat gesagt, also vielleicht werde ich das einmal zurückbekommen. Er hatte sehr darunter gelitten, dass sie rausgeschmissen worden sind. Er hat zum Beispiel 2 Jahre lang bestimmte Sachen gar nicht auspacken wollen, weil er immer wieder damit gerechnet hat, nicht nur er, viele andere auch, dass sie zurückkommen können nach Ungarn, weil wozu? Also sie haben ja nichts verbrochen, warum sind sie da rausgeschmissen worden? Er konnte es nicht mehr erleben, dass sein Sohn das ehemalige Geburtshaus zurückkauft. Die Einrichtung der feinen Stube ist noch die originelle. Zahlreiche Stücke der reichen Traktensammlung gerieten aus Deutschland zurück. Ich war dabei, wo er mit Mutter und Schwager da angekommen sind. Und deswegen erzähle ich das, weil wir reingekommen sind. Und die Mutter hat gezeigt, also schau mal, Agi, da haben die Russen reingeschossen. Ja, also das ist halt, das bleibt auch, das werde ich nicht verbessern. Dieser junge Sommer hat ein paar Jahre das genießen können. Er hat das wirklich sehr genossen, dass er hier ist mit Freunden, Verwandten, da vieles in Ordnung gebracht. Und dann ist er an Krebs gestorben. Und die Verwandtschaft hat mich gefragt, ob ich das Haus nicht übernehmen möchte. Und weil ich sowieso schon diesen Traum hatte, ein Haus hier in Nemetger zu kaufen, dann habe ich das gekauft und seitdem sammle ich ganz, ganz viele Sachen von alten Nemetgerern. Also wenn jemand verstirbt, die Nachkommen, also jetzt habe ich, was auf dem Gang steht, habe ich auch letztens bekommen. Ich habe sehr viele Textilien, also das ist jetzt ausnahmsweise so ausgelegt, weil ich die gebügelt habe. Aber sonst die Schränke, die sind voll mit alten Textilien, mit Bettwäsche, mit Unterwäsche, mit sehr schönen Kleidungen. Und ja, also ich habe meine Freude daran, weiß halt nicht, was damit dann später mal geschehen wird. Es wäre halt schön, wenn das als Museum fungieren könnte, mal sehen. An jedes Stück der Sammlung knüpfen sich persönliche Schicksale und Geschichten. Agnes Sauer erzählt auch über diese, während sie die Kleider, Möbelstücke, Bilder und Gebrauchsgegenstände zeigt. Da habe ich alte Sachen, die sind aus Deutschland zurückgekommen. Das ist ein Brautkleid. Die Bräute waren früher in Schwarz gekleidet. Das ist der Rock, sehr schön, was man in Österreich und Deutschland auch sieht, dass die Trachten verstärkt worden sind mit einer Einlage. Das ist der Rock. Und dann habe ich hier dazu die Schürze. Und auch das Oberteil. Das ist eine Puppe, die meine Schwester gemacht hat. Also da sieht man wirklich, wie viel Unterröcke diese Puppe trägt und wie viel die Frauen früher getragen haben. Also das war eine
eine extra Kunst, diese zusammenzulegen, weil sonst, also die kann man nicht hinlegen einfach oder aufhängen, sondern die Falten wurden zusammengelegt und so zusammengedreht wie eine Wurst. Und dann haben sie das oben zusammengebunden und so aufgehängt in dieses vordere Zimmer. Das war Kirisches Federzimmer, also da waren nur die Kleider, die Sonntagskleider, und da wurden die Toten aufgebahrt. Sonst hat man diese Zimmer nicht benutzt. Diese Sommerhosen, die sie bei der Ernte und bei den Arbeiten draußen auf dem Feld getragen haben, die waren nicht so dick, sondern da war eine Schnur drin und das hat man zusammengezogen. Und im Sommer haben sie in diesen Hosen gearbeitet. Das ist kein feiner Stoff, also da riesengroß, aber lüftig und praktisch. In die Hose ist das Monogramm des ehemaligen Besitzers Michael Sommer eingesteckt. Sein Haus, wo heute das einstige Leben der Kira Schwaben wachgerufen wird, ist in gute Hände geraten.